nochmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach diesem spannenden Derby der Tower Stars gegen die Wölfe Freiburg. Und beide Trainer sind hier für ihre Statements. Leo Sulak für die Gäste und Tower Stars Coach Jirschi Ehrenborger. Ja, Leo, das erste Wort gehört dir. Nach einem 3-1 nochmal dann zu verlieren und ein Punkt übrig bleibt, ist natürlich bitter für euch. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, guten Abend. Gratulation zu den zwei Punkten. Ja gut, wir wussten, dass es sehr schwer, ein schweres Spiel sein wird. Das ist auch so gekommen. Wir haben im ersten Drittel sind wir ganz gut gestanden. Im zweiten Drittel, das war unser Drittel, wo wir unsere Chancen reingebracht haben. Und im letzten Drittel wollten wir sicher stehen und den einen oder anderen Konter da mit dem Halt noch ein Tor zu schießen, dass wir unter Druck geraten, das war ganz klar. Und die Chancen waren da ein paar, aber ich glaube, dass jeder hier ein spannendes Spiel gesehen hat und mit dem glücklicheren Ende für Ravensburg. Danke. Das haben wir definitiv. Und übrigens noch die Zuschauerzahl 3418 und damit war die Ravensburger Eissporthalle ausverkauft. Jirschi, endlich mal ein Happy End. Ich glaube, es war die 7. Verlängerung und der 2. Sieg. Wie hast du deine Mannschaft heute auf dem Eis gesehen? Ja gut, also ich würde sagen, na, jetzt in den letzten Spielen, das sind sehr knappe Ergebnisse. Na, die Spiele sind immer offen bis zur letzten Minute. Na, und was vielleicht für uns spricht, na, wir haben heute vor dem Spiel den 6. Ausfall leider in die Ausfallliste dazu bekommen, aber die Mannschaft hat trotzdem im letzten Drittel noch sehr viel Kraft mobilisieren können. Und wir haben uns auch von dem 2-Tore-Rückstand, ähnlich wie in Bittigheim, nicht irgendwie, dass wir da resigniert hätten. Im Gegenteil, wir haben im letzten Drittel sehr gut, sehr druckvoll angefangen. Und haben wir das Spiel dann halt in die Verlängerung gebracht. In der Verlängerung, gut, wir haben da, waren wir halt ein bisschen nervös, vielleicht bei dem Powerplay. Das können wir sicherlich besser spielen, das 4 gegen 3. Aber gut, im Penaltyschießen haben wir das geschafft. Und ich sage, ich muss hier nochmals unsere Mannschaft gratulieren, was wir jetzt in den letzten Spielen durch so diese knappen Niederlagen, weil das geht in die Köpfe von den Spielern. Aber trotzdem, die Jungs sind immer im nächsten Spiel hundertprozentig da. Und deshalb haben wir heute auch diesen 2-Punkte-Sieg erreichen können. Und das freut mich natürlich für uns, für die Organisation und vor allem für die Mannschaft. Immer wichtig, denn mit einem Sieg dann das Jahr auch abschließen zu können. So, die Schwäbische Zeitung ist da mit Michael Panzram. Die müssen zwar morgen nicht drucken, aber mit den Fragen bitte. Ja, online geht trotzdem was. Herr Ehrenberger, es geht nur über den Kampf gerade, die Moral stimmt. Das war heute wieder ein gutes Beispiel und Sie sind belohnt worden, oder? So ist recht. Ja, wir kämpfen sehr gut. Wir haben auch sehr gute spielerische Situationen gehabt. Freiburg ist so ein bisschen Mannschaft, die jetzt sehr guten Lauf hat. Also die sind sicherlich zu uns gekommen mit einem, glaube ich, Plan, Punkte oder Punkte zu holen. Und die Leistung, die Freiburg gezeigt hat, bestätigt auch die Ergebnisse jetzt in den letzten Spielen. Und ich sage, wir haben uns zurückgekämpft im letzten Drittel und Gott sei Dank haben wir auch diesen 3-2-Anschluss relativ früh geschossen. Aber ich sage, 2 Tore in einem Drittel zu schießen, ist für uns nicht so selbstverständlich. Aber das ist uns jetzt eben in den letzten 2 Spielen gelungen. Deshalb haben wir halt jetzt 3 Punkte aus den 2 Spielen und das ist sehr gut. Die Verletzten haben Sie angesprochen. Gibt es eine Chance, dass gegen Kassel wieder jemand dabei ist, der heute gefehlt hat? Ja gut, also wir haben morgen frei, dann am 3., 5. und 7. Januar sind wieder Spieltage. Ja, ob da jemand zurückkommt, also ich bin da ziemlich pessimistisch, muss ich sagen. Da sind keine weiteren Fragen offen. Ja, wir haben schon alle 4 Spiele gespielt, kurioserweise. Wir wünschen euch trotzdem alles Gute für den weiteren Verlauf und vielleicht sieht man sich ja dann nochmal. Und wir bedanken uns bei beiden Trainern für die Pressekonferenz und geben zurück dann zur Regie.